Sizilien, Heimat der Cosa Nostra. Ihre Bosse sind hier eine Macht, an der niemand vorbeikommt. Die Blutspur der Mafia zieht sich seit Jahrzehnten durch den Alltag der Italiener. Bis der Staat zurückschlägt. In den 1990ern müssen hunderte Mafiosi ins Gefängnis. Die Cosa Nostra taucht unter. Wenn man glaubt, dass die Mafia niemanden mehr ermorden und den Staat nicht mehr angreifen wird, dann täuscht man sich. 2020 stürzt Corona Italien in eine tiefe Krise. Mehr als 100.000 Menschen sterben. Die Wirtschaft bricht ein. Millionen sind auf Hilfe vom Staat angewiesen. Die Mafiosi sind die einzigen, die Geld ohne Ende zur Verfügung haben. Das ist jetzt ihre Chance. Die Krise öffnet dem organisierten Verbrechen die Tür. Ist der Kampf gegen die Cosa Nostra verloren? Palermo, Hauptstadt Siziliens. Antonio Cotone auf dem Weg nach Hause. Die Fahrt kostet den Familienvater Überwindung. Pronto? Hallo? Antonio, wo bist du denn? Wir sind fertig, Lavinia. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Leiste mir bitte Gesellschaft, bis ich daheim bin. Alles klar. Der Restaurantbesitzer hat sich mit der Cosa Nostra angelegt. Die Angst vor Angriffen unserer Erpresser ist da. Sie wird auch nie verschwinden. Antonios Pizzeria liegt im Viertel San Lorenzo, das von der Cosa Nostra kontrolliert wird. Aufnahmen der Polizei beweisen, das Viertel macht ihnen Schwierigkeiten. Non ci sono ancora queste strutture. La struttura Cario, con la pizza dei 100, perché chi era? San Lorenzo era sistemato, Faitano era sistemato, Tuscan era sistemato, Genere era sistemato. Die Geschäfte der Mafia in San Lorenzo laufen schlecht. Auch weil immer mehr Gewerbetreibende sich weigern, Schutzgeld zu zahlen. Im Viertel San Lorenzo betreibt die Familie Cotone seit 1997 eine Pizzeria und zahlt fast 20 Jahre Schutzgeld an die Cosa Nostra. Die Brüder Roberto und Antonio Cotone übernehmen das Restaurant vom Vater und damit auch die Verpflichtung gegenüber der Mafia. Als mein Vater das Geschäft vom Vorbesitzer übernahm, wurde uns klar gesagt, dass wir Schutzgeld zahlen müssen. Und zwar 6 Millionen Lire, also 3.000 Euro jährlich. Es war sehr bitter, diese illegale Steuer bezahlen zu müssen. Einen Ausweg sahen wir damals nicht und zahlten. Insgesamt zahlt die Familie mehr als 60.000 Euro an den Clan San Lorenzo. Alle 4 Monate tauchen Mitglieder der Cosa Nostra auf, um das Schutzgeld zu kassieren. Die Brüder entschließen sich, Überwachungskameras zu installieren. Da sind sie. Sie kommen gerade an. Sie bestellten zuerst eine Pizza. Dann fragte einer der beiden, ob er mit mir sprechen könnte. Er sagte zu mir,
Ich weiß, dass ihr sehr gut im Geschäft seid. Wir sind aus diesem Viertel. Jeder kennt uns hier. Du sollst die Sache in Ordnung bringen. Ich ging wieder ins Restaurant und sagte den Gästen und unseren Mitarbeitern, ich habe da jemanden, der Schutzgeld verlangt. Die Restaurantgäste gingen mit uns raus und blieben ab diesem Moment die ganze Zeit über an unserer Seite. Die Mafiosi flüchten in ihr Auto, aber die Cotone-Brüder und einige Gäste umzingeln sie, bis die Polizei kommt. Das Schutzgeld, da geht es jetzt weniger um das Geld, sondern es geht um die Kontrolle des Territoriums. Ja? Zu wissen auch, wer verdient wie viel von den Unternehmern, sie auch einzuschüchtern, die Bevölkerung einzuschüchtern. Und das haben sie ja nun ganz massiv auch gemacht, durch eben halt durch Morde, durch Autos, die in Brand gesetzt worden sind, durch Geschäfte, die in Brand gesetzt worden sind. Wer nicht zahlt, muss mit Einschüchterung rechnen, wie Überwachungsaufnahmen zeigen. Drohungen gehören zum Geschäftsmodell des organisierten Verbrechens. Vier große Mafia-Organisationen haben Italien unter sich aufgeteilt. Die 'Ndrangheta in Kalabrien, die Sacra Corona Unità in Apulien, die Camorra in Neapel und Kampanien und die Cosa Nostra auf Sizilien. Italiens Behörden zählen allein auf Sizilien aktuell 189 Mafia-Familien, die in 52 Bezirken, den Mandamenti, organisiert sind. Jeder Bezirk hat einen Boss. Seit Jahren versucht die Cosa Nostra eine neue Kommission, die sogenannte Cupola, zu gründen, um ihre Macht zu bündeln. Misilmeri, Vorort von Palermo. 2014 werden Restaurierungsarbeiten am Wahrzeichen der Kleinstadt ausgeschrieben. Der Clan von Misilmeri sichert sich den Auftrag für die Burgruine, wie Abhörprotokolle belegen. Immer wieder werden Beamte in Misilmeri bestochen oder erpresst, um öffentliche Ausschreibungen im Sinne der Mafia zu lenken. Das Ziel der Cosa Nostra ist immer die soziale und wirtschaftliche Kontrolle. Das geht am besten über die Infiltrierung der Kommunalverwaltung, weil sie zum Beispiel bei Ausschreibungen, bei öffentlichen Aufträgen eine entscheidende Rolle spielt. Per i lavori pubblici. 2014 wird Rosalia Stadarelli Bürgermeisterin von Misilmeri. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Zuvor hatte sie als Stadträtin miterlebt, wie der Gemeinderat dreimal wegen Mafia-Verbindungen aufgelöst wird. Ihr Ziel ist eine Stadt frei von der Mafia. Eine Kampfansage gegen den Clan Misilmeri. Im Rahmen einer Anti-Mafia-Ermittlung kam es in der Gemeinde Misilmeri zu mehreren Festnahmen. Die Menschen verloren den Mut, weil sie glaubten, es würde zu einer erneuten Auflösung des Gemeinderats kommen. Doch wir haben uns behauptet. Bei den Ermittlungen kam sogar heraus, dass jemand sagte, mit mir könne man einfach nicht reden. Wir hatten also die Bestätigung eines Mafioso, dass man mit uns nicht verhandeln könne. Seit Rosalias Amtsübernahme hat sich die Mafia keine Ausschreibung mehr sichern können. 2020 stellt sie sich zur Wiederwahl. Kann sie die Wähler mit ihrem Anti-Mafia-Kurs überzeugen? In Rosalias Wahlkreis lebt auch der Vater von Restaurantbesitzer Antonio Cotone. Seine Familie lebt seit Generationen mit dem Terror und den kriminellen Geschäften der Cosa Nostra. Ich möchte ein Sizilien, in dem man nicht um Gefälligkeiten bitten muss, um etwas zu erreichen. Mit dem Kauf der Pizzeria für seine Söhne verpflichtet sich Giuseppe Cotone, Schutzgeld an den Clan San Lorenzo zu zahlen. Guck mal, ich habe alle Artikel über unsere Geschichte gesammelt. Großartig. Du hast unser ganzes historisches Archiv hier. Ja, natürlich. Und du darfst es umsonst konsultieren.
Schau mal hier, die zwei Erpresser Macaluso und Mammi. Schau mal, wie dick er hier war. Ja, mit dem Schutzgeld nahm er zu. Ja, das stimmt. Nur zwei der insgesamt 9 Erpresser werden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ermittlungen und Verfahren ziehen sich über mehr als 5 Jahre. Bars, Restaurants, Läden jeder Art. Alle Besitzer zahlten in Palermo damals Schutzgeld. Ich musste Schlange stehen, um dem Boss das Schutzgeld zu bringen. Wenn ich dran war, brachte er mich in ein Hinterzimmer, so dass uns niemand sehen konnte, und ich gab ihm das Geld. Die Familie Cotone gehört zu über 1000 Gewerbetreibenden auf Sizilien, die sich gegen die Mafia wehren. Als ich im Video sah, wie meine Söhne das Auto dieser Männer umzingelten, war ich so stolz auf sie. So stolz. Sie haben geschafft, woran ich gescheitert bin. Widerstand gegen die Mafia kann tödlich sein. Anfang der 1980er wird Palermo zum Schauplatz eines Machtkampfes zwischen verfeindeten Familien. Die Clans aus Corleone unter Boss Toto Riina gehen brutal gegen die Clans aus Palermo vor. Schätzungsweise 1000 Menschen sterben in diesem Mafiakrieg, darunter auch Journalisten, Richter und Polizisten. Sizilien im Ausnahmezustand. In den 80er Jahren gab es fast jeden Tag einen Mord, einen Toten. Palermo war eine Stadt unter Belagerung. Der Einzige, der verstanden hat, wie die Mafia ausgelöscht werden kann, war General Dalla Chiesa. Carlo Alberto Dalla Chiesa wird 1982 mitten im blutigen Mafiakrieg zum Polizeichef Palermos. Es gibt Vorbehalte aus der Bevölkerung gegen den General aus dem Norden. Doch Dalla Chiesa ist fest entschlossen, die Cosa Nostra zu zerschlagen. Mein Vater war der erste Präfekt, der in die Schulen ging, um über die Mafia zu reden. Das hat das Verhältnis zwischen der Anti-Mafia-Bewegung und den Institutionen verändert. So etwas hat es noch nie gegeben. Dalla Chiesa soll in Palermo auch Beziehungen zwischen der Mafia und Spitzenpolitikern nachgegangen sein. Den Kampf gegen die Cosa Nostra bezahlt er mit seinem Leben. Dalla Chiesa wird zusammen mit seiner Ehefrau erschossen. Die Mörder werden erst 20 Jahre später verurteilt. Am Tag seiner Beerdigung sagten die Bürger Palermos mir und meiner Schwester, es ist nicht unsere Schuld, die Regierung in Rom ist schuld, nicht Palermo. Da ist was Wahres dran. Neben seinem Sohn nehmen hunderte Bürgerinnen und Bürger an der Beerdigung teil. Regierungsvertreter aus Rom werden vor der Kirche beschimpft und bespuckt. Die Sizilianer fühlen sich im Kampf gegen die Cosa Nostra im Stich gelassen. Heute betrachten viele die Mafia als ein Problem der Vergangenheit. Man sagt sogar, die Mafia wird niemanden mehr umbringen und den Staat nicht mehr angreifen. Doch wie kann man so etwas behaupten? Die Cosa Nostra ist eine so zerstörerische Organisation, die sich nicht nur in Italien tief in die Sozialstrukturen eingenistet hat. Die Gegenwehr von Menschen und Kommunen ist im Kampf gegen die Mafia heute entscheidender denn je. In Misilmeri ist Bürgermeisterin Rosalia Stadarelli auf dem Weg zum neuen Sportplatz. 850.000 Euro sind in die Modernisierung geflossen. Dieser Fußballplatz macht mich besonders stolz. Dafür haben wir eine öffentliche Ausschreibung gemacht.
Die Baufirma, die sie gewonnen hat, ist eine der noch sauberen. Eine der Firmen, die es zum Glück auch auf Sizilien gibt. Ein Erfolg für Rosalia. Eines der ersten mafiafreien Gemeindeprojekte in Misilmeri. Ganz ohne Bestechungen und Gefälligkeiten. Die mafiöse Mentalität ist das Verhalten derjenigen, die sagen, ich bin nicht unbedingt ein Clanmitglied, aber ich bitte dich, mich zu wählen, weil ich etwas für dich getan habe. Das ist für mich mafiöses Verhalten. Wie sehen das die Wähler? In wenigen Wochen wird sich entscheiden, ob Rosalia Stadarelli Bürgermeisterin bleibt. Mondello bei Palermo. Familie Cortone verbringt den Sommer in einem Ferienhaus. Der Prozess gegen weitere Erpresser vom Clan San Lorenzo läuft seit über 5 Jahren. Vor ihren 3 Kindern sprechen sie nicht darüber. Sie sollen ohne Angst vor der Mafia aufwachsen. Kennst du die Geschichte der Nachbarin, Frau Patti? Ja, ungefähr. Sie ist ein Mafia-Opfer. Das wusste ich nicht. Ihr Ehemann wurde in den 90ern umgebracht, im Viertel Brancaccio, weil er das Schutzgeld nicht bezahlen wollte. Solche Sachen waren früher an der Tagesordnung. Hoffentlich fangen sie nicht wieder an zu morden. Mit uns zum Beispiel. Seit Jahren findet keine blutige Vergeltung mehr statt, auch weil das mafiöse Netzwerk hier schwächer geworden ist. Aber es ist schon bitter festzustellen, dass heute noch gegen solche Sachen gekämpft werden muss. Egal, ob das Phänomen in Zukunft weiterhin Mafia heißen wird oder nicht, es wird weiter existieren. Es ist unsere Pflicht, als Bürger dagegen zu kämpfen. Gemeinsam mit dem Staat. Im Kampf gegen die Mafia fehlt es dem Staat viele Jahre an den richtigen Instrumenten. Jahrelang endeten die Prozesse gegen Mafiosi größtenteils mit Verurteilungen zu geringen Strafen oder sogar mit Freisprüchen. Es war schwierig, ihre Straftaten zu beweisen. Erst seit den 1990er Jahren gab es bei schweren Verbrechen härtere Strafen gegen Mafiosi. Als Antwort auf die blutigen Mafiakriege in den 1980ern wird der sogenannte Anti-Mafia-Pool gegründet. Dazu gehören die Ermittlungsrichter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Das Blatt wendet sich vor allem dank des Mafia-Aussteigers Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta wurde zum großen Kronzeugen für Falcone, von dem Falcone ja dann später immer wieder gesagt hat, er war mein Sprachlehrer. Richtig in das Herz der Mafia zu gucken, das war auch ihm vorher nicht ermöglicht. 1986 sagt Tommaso Buscetta in den Maxi-Prozessen gegen die Mafia aus. Im Gegenzug erhält er Straffreiheit und Zeugenschutz. Seine Aussagen führen zu einer Welle von Verhaftungen. Insgesamt stehen 475 Mafiosi vor Gericht. Die wichtigsten Bosse werden zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. Ein großer Erfolg im Kampf gegen die Cosa Nostra. Ein Erfolg der Ermittlungsrichter Falcone und Borsellino. Falcone war nicht gern gesehen. Man hatte ihn im Blick. Er wurde gewiss unterstützt, aber man schaute auf ihn mit Neid, Eifersucht und Misstrauen. Man sah in ihm den Bullen, der Dinge tut, die andere nicht tun, der Verbrecher zu Kronzeugen macht. Die Rache der Bosse lässt nicht lange auf sich warten. Am 23. Mai 1992 wird Richter Giovanni Falcone zusammen mit seiner Ehefrau und 3 Leibwächtern durch eine Bombe getötet. Auf der Autobahn zwischen Palermo und Trapani. Das ganze Land verfolgt die Beerdigung des Mafia-Jägers. Mit ihm geht viel Wissen um die Methoden der Cosa Nostra verloren. Viene
sie aufmachen. Als ich an dieser Beerdigung teilnahm und im Regen auf der Piazza stand, weil ich nicht in die Kirche reinkam, spürte ich dieses Gefühl, das Gefühl einer Stadt, die aufwacht. Palermo begann Falcone am Tag seiner Beerdigung zu lieben. Nur 2 Monate nach dem Tod Falcones mordet die Mafia erneut. Eine Autobombe tötet Richter Paolo Borsellino und 5 Beamte seines Begleitschutzes vor dem Haus seiner Mutter. 24 Unbeteiligte werden verletzt. Mit Borsellinos Tod endet eine Ära im Kampf gegen die Mafia. Restaurantbesetzer Antonio Cotone ist damals 21. Es war kurz nach 17 Uhr. Wir hörten eine furchtbar starke Explosion. An dem Tag hat die Mafia nicht nur Borsellino umgebracht, sondern vor allem sich selbst. Am Tag seiner Ermordung fingen die Bürger Palermos an, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Anständige Bürger von Kriminellen. Wir begriffen endlich, was die Mafia wirklich ist. Und die meisten nahmen Abstand davon. Italien schickt 20.000 Soldaten nach Sizilien und verschärft die Gesetze. In den folgenden Jahren hören die Attentate nahezu auf. Die Cosa Nostra taucht unter. Rom. Mehr als ein Vierteljahrhundert später ist die Mafia noch immer nicht besiegt. Oberstaatsanwalt Sebastiano Ardita schildert die neuen Geschäftsfelder der Cosa Nostra. Die militante Mafia ist nicht mehr das Kerngeschäft der Cosa Nostra, sondern Beziehungen zu Staat und Wirtschaft. Dazu kommen Clans, die vor Ort durchgreifen. Das organisierte Verbrechen in Italien erzielt einen geschätzten Umsatz von 220 Milliarden Euro jährlich. Das entspricht ca. 12% des Bruttoinlandsprodukts und liegt etwa so hoch wie der Tourismus. Zu den aktuellen Geschäftsfeldern der Cosa Nostra gehören neben dem Drogenhandel die Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen im Bereich Müllentsorgung, Landwirtschaft, Bauwesen sowie Schutzgeld und Zinsen. Dabei operiert die Cosa Nostra nicht mehr nur auf Sizilien, sondern in ganz Italien, Europa und weltweit. Die wahren Machtverhältnisse werden verschleiert. Zwischen dem Kopf, der die Organisation steuert, und den Kriminellen vor Ort, weit ab vom Zentrum der Mafia, werden die Verbindungen verschleiert. Zur Bekämpfung der Mafia verschärft der italienische Staat weitere Gesetze. Überwachung und Auswertung von Daten sind heute im großen Stil möglich. Gelder, Immobilien und Unternehmen können bei Verdacht beschlagnahmt werden. Die Maßnahmen zeigen Wirkung. Zwischen 2008 und 2020 werden in Italien 86.624 Frauen und Männer wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu Haftstrafen verurteilt. 2018 wird Besitz der Mafia in Höhe von 493 Millionen Euro beschlagnahmt. Fast 47 Millionen Euro kommen aus Sizilien. 2020 sind es sogar 61 Millionen. Ich bin überzeugt, wer die Stärke der Cosa Nostra unterschätzt, tut ihr einen Gefallen. März 2020. Ein neuartiges Coronavirus trifft Italien mit voller Wucht. Die Intensivstationen sind schnell überfüllt. Das Gesundheitssystem gerät an seine Grenzen. Allein 2020 sterben mehr als 70.000 Italiener an Covid-19. So viele wie im Zweiten Weltkrieg. Im besonders hart getroffenen Bergamo müssen Särge mit Militärlastwagen abtransportiert werden.
Die Regierung verordnet über Monate einen harten Lockdown. Alles schließt. Restaurants, Hotels, Einzelhandel. Auch für die Wirtschaft eine Katastrophe. Mafia hat immer von jeder Krise profitiert. Und so eine weltweite Krise, wie Corona jetzt darstellt, davon hätte die Mafia wahrscheinlich nie zu träumen gewagt. Es gehen reihenweise, gehen Unternehmen, Firmen bankrott. Und die Mafiosi sind die einzigen, die Geld ohne Ende zur Verfügung haben. Das ist jetzt ihre Chance. Besser kann es nicht sein. Der italienische Staat stellt 2020 rund 32 Milliarden Euro für Verlustausfälle und Kurzarbeit zur Verfügung. Dazu kommen Notkredite. Aber die Hilfen kommen spät. Die Pandemie kostet 400.000 Jobs. Die wichtigste Krise, von der die Bürger derzeit betroffen sind, ist eindeutig eine Liquiditätskrise. Im Moment besteht die Gefahr, dass die kriminellen Aktivitäten der Mafia sich darauf richten, notleidenden Privatpersonen und Unternehmen illegal Unterstützung zu geben. Auch in Misilmeri scheint die Gefahr groß, dass die Mafia an Stärke gewinnt. Die Neuwahlen rücken näher. Rosalia Stadarelli muss sich gegen vier Konkurrenten behaupten. Wahlkampf. Durch Corona unter erschwerten Bedingungen. Es ist nicht ausgemacht, dass wir die Wahlen in Misilmeri gewinnen, auch wenn wir die Mafia-Kreise von uns ferngehalten haben. Man macht sich Feinde, man kann nicht alle zufriedenstellen. Wir erleben wegen der Pandemie eine besonders harte Zeit. Viele Firmen haben zugemacht. Diejenigen, die schwarz arbeiteten, haben jetzt gar keine Arbeit mehr. Die neu eingeführte Sozialhilfe verunsichert die Menschen. Sie denken an die Zukunft. Klar, dass manche sagen, ja, warum soll ich sie wählen? Was hat sie mir gegeben, dass ich sie wählen sollte? Sizilien trifft die Pandemie besonders hart. 73.000 Arbeitsplätze sind verschwunden. Viele davon in Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie. Gute Gelegenheiten für die Cosa Nostra. Ich kann keine Arbeitsplätze versprechen. Das werde ich nie tun. Ich werde nie so tief sinken, nur um die Gunst der Wähler zu bekommen. Die Zustimmung der Wähler habe ich durch Taten erreicht. Ich will mich erneut dem Willen der Bürger stellen. Und sie sollen mir ihre Zustimmung aus freien Stücken geben. 2020 haben sich die Fälle von Stimmenkauf bei Kommunalwahlen verfünffacht. Wird Rosalia Stadarelli weiter für ihr Ziel einer mafiafreien Stadt kämpfen können? Palermo. Antonio Cotone und sein Bruder Roberto auf dem Weg zu ihrem Anwalt. Der Verein Addio Pizzo, Tschüss Schutzgeld, unterstützt Gewerbetreibende wie sie, die sich nicht mehr von der Cosa Nostra erpressen lassen wollen. Addio Pizzo hat seit 2010 über 400 Unternehmern vor Gericht geholfen. 95% der Mafiosi sind schuldig gesprochen worden. Anwalt Daniele Marananno vertritt die Brüder. Euer Prozess wird länger dauern, als wir dachten. Die Gerichtsentscheidung wird verschoben, vermutlich zum nächsten Herbst oder Winter, oder? Die Urteile gegen die Erpresser vom Clan San Lorenzo werden wegen der Pandemie verschoben. Doch solange die Mafiosi auf freiem Fuß sind, finden die Brüder Cotone keine Ruhe. Das Urteil gegen die Erpresser Macaluso und Mami lautete 6 und 5 Jahre. Das ist alles. Wir erwarten gerechte Urteile. Die Strafen müssen angemessen sein und vor allem langwierig, weil Opfer wie wir Sicherheit brauchen. Die Brüder Cotone müssen weiter auf Gerechtigkeit warten, während der Clan San Lorenzo sich neu aufstellt.
Abgehörte Gespräche belegen, dass Mitglieder des Clans San Lorenzo die Cosa Nostra radikalisieren wollen, mitten in der Pandemie. Italiens Mafia nutzt Corona für ihre Zwecke, vor allem für Geldwäsche und für die Erschließung neuer, lukrativer Geschäftsfelder. Die organisierte Kriminalität dringt zunehmend auch in die Landwirtschaft ein. Die sizilianische Cosa Nostra teilt sich zusammen mit 'Ndrangheta und Camorra einen jährlichen Agrarumsatz von rund 25 Milliarden Euro. Über die sogenannte Agromafia bereichern sich mafiöse Netzwerke an Gemüse und Obst, das nach Deutschland und Europa geht. Sie haben Container voller Bargeld und wissen nicht, wohin damit. Erträge aus illegalen Aktivitäten, die sie also nun in aller Ruhe reinvestieren können. Die Pontinische Ebene südöstlich von Rom. Auf etwa 200 Hektar werden 12.000 Tonnen Obst und Gemüse pro Jahr erzeugt. Eines der größten Anbaugebiete Italiens. Marco Omizzolo ist Soziologe und hat verdeckt recherchiert. Ich habe mich zunächst undercover verdingt und als Tagelöhner unter einem indischen Aufseher und einem italienischen Chef gearbeitet. So gelang es mir später, Unternehmer zu verklagen, die mit kriminellen Mafia-Organisationen zusammenarbeiteten, von der 'Ndrangheta über die Camorra und den Casalesi-Clan bis hin zur sizilianischen Mafia. Ich traf dort Menschen, die mit mir 14 Stunden am Tag an jedem Tag des Monats für einen Stundenlohn von 2 Euro arbeiteten, im Extremfall von 50 Cent. Marco Omizzolo besucht regelmäßig die Ghettos der Schwarzarbeiter aus den umliegenden Landwirtschaftsbetrieben, meist Siginder. So wird er zur Zielscheibe der Mafia. Mein Auto wurde schon 3-mal direkt vor meiner Haustür zerstört, um mir zu zeigen, dass sie wissen, wo ich und meine Familie wohnen. Sie haben mir tote Tiere oder Patronen in meinen Garten gelegt. Aber Marco Omizzolo macht weiter und klärt die Schwarzarbeiter über ihre Rechte auf. Schätzungsweise 430.000 Tagelöhner verdingen sich auf Italiens Feldern. Alle hier haben Angst vor den kriminellen Organisationen. Um die Feldarbeiter zu schützen, zeigen wir ihre Gesichter nicht. Arbeitest du auf den Feldern? Ja. Ist es hart? Ja, sehr. Wirst du dafür gut bezahlt? Ja, 4 Euro die Stunde. In Italien sollten Feldarbeiter eigentlich 9 Euro die Stunde verdienen. In meinem Vertrag steht, dass ich 6 Stunden pro Tag arbeite. Ich arbeite aber mindestens 11 Stunden täglich. Der Arbeitgeber bezahlt schwarz. 30 Tage arbeiten im Monat. Auf der Lohnkarte stehen 5 bis 15 Tage. Aber dann hast du ein Problem mit der Aufenthaltserlaubnis. Ciao, ciao. Die meisten Tagelöhner erhalten Scheinverträge, in denen höheres Gehalt und kürzere Arbeitszeiten angegeben sind. Auch Sozialleistungen gibt es nur auf dem Papier. Marco Omizzolo sagt, die Pandemie habe die Ausbeutung auf den Feldern schlimmer gemacht. Auch weil durch Corona-Maßnahmen Kontrollen seltener wurden.
Der Druck auf die Arbeiter wächst. Die Arbeitgeber zwingen die jungen Sikh-Inder dazu, Amphetamine und ähnliche Drogen zu sich zu nehmen, damit sie auf den Feldern keine Gliederschmerzen haben und länger arbeiten können. Etwa wenn sie 12 Stunden lang auf den Feldern knien und Gemüse ernten. Sie werden in großen Mengen genommen, häufig zusammen mit Whisky. Gefährliche Ausbeutung mitten in Europa. Und die Agromafia baut ihr kriminelles Netzwerk weiter aus. In 20 Jahren werden wir ein geschlossenes, mafiöses System haben, so verflochten und international, dass man es kaum noch aufhalten kann. Beispiel Tomate. Italien produziert jedes Jahr 5 Millionen Tonnen Tomaten und deckt damit 50% des europäischen Marktes ab. Die Mafia verdient mit. Hersteller aus dem sizilianischen Pacchino verkaufen ihre Kirschtomaten für 50 Cent pro Kilo ab Feld. Der Verbraucher zahlt am Ende bis zu 14 Euro. Ein Teil der Differenz ging lange an Kriminelle, wie Ermittlungen beweisen. Die Mafia hat an den Feldern, beim Dünger, an Kisten und Plastikplanen für die Treibhäuser und beim Transport verdient. Ein Teil der millionenschweren EU-Subventionen ist in die Taschen von Mafiosi geflossen. Auf europäischer Ebene tauschen die Staaten keine Informationen über Mafia-Organisationen aus, obwohl der Kampf dagegen unerbittlich sein sollte. Einige Länder bestreiten sogar die Existenz der Mafia auf ihrem Gebiet, und das ist ein enormes Problem. Sizilien kämpft bis heute mit dem schweren Erbe der Mafia. Wie hier auf dem Pizzosella hat die Cosa Nostra Schwarzbauten errichtet, ohne Baugenehmigung oder Sicherheitsstandards. In Misilmeri ist Bürgermeisterin Rosalia Stadarelli auf dem Weg zum Bauamt, um einen Schwarzbau ihrer Gemeinde zu legalisieren. Rosalia lässt Gebäude beschlagnahmen. Der Schwarzbau soll nach einer Renovierung als Erweiterung einer Grundschule genutzt werden. Doch die Baufirma verzögert den Umbau. Rosalia glaubt, dahinter steckt die Mafia. Giuseppe, wie sieht es mit der Schule aus? Wir versuchen gerade damit voranzukommen. Und der Zeitplan? Nächsten Mittwoch unterhalte ich mich wieder mit der Baufirma, auch darüber. So sieht es aus. Was du sagst, beunruhigt mich sehr. Man hat nicht immer Glück mit den Baufirmen. Sie arbeiten nicht immer im Sinne der Gemeinden. Es kann passieren, dass jemand Druck ausübt, damit gewisse Projekte verschoben oder abgesagt werden. Fast jeder fünfte Bau in Italien ist illegal. Staatliche Kontrollen sind laut Rosalia viel zu lasch. Schon wieder haben wir mit externen Kräften zu tun, die versuchen, die Arbeit der Verwaltung zu beeinflussen oder zu ersetzen. Es ist aber für mich ein Zeichen von Freiheit, weiterzumachen und keine Angst zu haben. Auch deswegen will der Clan Misilmeri Rosalia Stadarelli loswerden und einen Gegenkandidaten aufstellen, wie Aufnahmen beweisen. Ermittler können den Mafia-Kandidaten rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen. Die Wahl ist trotzdem völlig offen. Palermo, im Sommerlokal der Brüder Cortone.
Nach 3 Monaten im Lockdown haben Antonio und Roberto ihre 3 Restaurants wieder geöffnet. Seit der Anzeige gegen ihre Erpresser sind sie erfolgreicher denn je. Ihr Mut beeindruckt die Bürger Palermos. Viele besuchen ihre Restaurants inzwischen nicht nur wegen der Pizza, sondern auch, um sie im Kampf gegen die Cosa Nostra zu unterstützen. Ich musste mich verändern. Denn was für ein Vorbild wäre ich für meine Kinder, wenn ich weiter Schutzgeld bezahlt hätte? Wie könnte ich meinen Kindern erklären, was richtig und was falsch ist, wenn ich selbst nicht dazu in der Lage wäre, das Richtige zu tun? Ihr Kampf gegen die Mafia bringt endlich Erfolge. Im April 2021 werden die letzten Erpresser des Clan San Lorenzo zu 7 und 5 Jahren Haft verurteilt. Der Heimweg von Antonio Cortone, seine Angst ist geringer geworden. Die Idee, dass der Staat stärker ist, dass er standhält, dass er Absprachen und Korruption verhindert, die es auch innerhalb des institutionellen Systems gab, ist eine Idee, die den Kampf gegen die Mafia in den letzten 20, 25 Jahren bestimmt hat. Vernachlässigt man diesen Gedanken, dann besteht die Gefahr, dass die Cosa Nostra wieder stärker wird, wieder Karrieren und kriminelle Aktivitäten steuert und das auch über die Grenzen Italiens hinaus tun wird. Wahltag in Misilmeri. Die Stadt ist weiter im Lockdown, die Wahlbeteiligung aber trotz Corona hoch. Rosalias Gegenkandidat Rosario Rizzolo ist kein Unbekannter. Schon 2014 tritt er gegen sie an, ist aber damals schnell aus dem Rennen wegen eines Korruptionsskandals. Heute will er die Wahl gewinnen. Rosalia wartet mit ihrer Tochter Emma und einer Freundin auf die Wahlergebnisse. Die Stimmen müssen zuerst gezählt werden. Also warten wir mal ab und schauen, was passiert. Ich bin sehr optimistisch. Starelli. Rizzolo. Lieber Gott, jetzt komm schon. Noch eine Stimme für Rizzolo. La situazione. Zurzeit ist mein Gegner vorne. Es ist ein Unterschied von 200 Stimmen, sogar weniger. Der Gegner führt. Rosalia, steh auf bitte. Es sieht aber nicht so gut aus. Ja und, was soll das? Steh auf. Ich muss verstehen, was los ist. Ich habe keinen klaren Überblick mehr. Während Rosalia zu ihrem Team fährt, steigt die Stimmenzahl ihres Gegners. Am Ende steht die Niederlage fest. Rosalia verliert mit 40%. Rizzolo holt 50% der Stimmen. Leute, was ist das denn für eine traurige Stimmung hier? Kopf hoch. Bitte einen Applaus für Rosalia. Rosalia Stadarelli ist gescheitert. Am Ende könnte die Mafia von ihrer Niederlage profitieren. Ich werde sehr genau und aufmerksam beobachten, wie unsere Stadt in Zukunft verwaltet wird.